Die nächste Mission heißt Hinterhalt und da schaue ich jetzt mal rein, wo es dahin geht. Pearson ist an einem dunklen Ort. Ich fühle, wie ich mit ihm runtergezogen werde. Aber ich muss durchhalten, wenn ich dich stolz machen will, Bruder. Wasser bitte. Was will er? Wasser, bitte. Hier. Verdammt, was soll das, Sascha? Lassen Sie ihn, Sergeant! Wie war das? Ha? Wie ist das, hä? Wie finden Sie das? Viel besser! Du kleiner Pisser! Sergeant. Hey, Sie halten sich raus! Oh. Hey! Stopp! Nicht schießen! Er ist es nicht wert! Daniels! Scheißkerl! Wer sollte das? Hast du was zu verbergen? Das Schwein hat uns was vorgespielt! Hör damit! Was steht da? Das sind Befehle für Sprengstoff an der Brücke von Remagen. Das Zeug wird 5 Meilen nördlich von hier auf Laster geladen. Wenn ich das richtig sehe, ist das die letzte intakte Rheinbrücke. Das ist ja interessant, Fritz. Ey. Ich hab damit nichts zu tun. Laster mit Sprengsätzen durch. Sie dürfen nicht den Rhein erreichen. Pearson hat befohlen, dass wir die Bäume fällen und die Straße versperren. Wo zum Teufel steckt Pearson? Wahrscheinlich in irgendeinem Loch mit dem Zünder. Und seinem Whisky. Weißt du, was noch betrunken macht? Unterkühlung. Nicht, wenn wir in Bewegung bleiben. Stiles, Sie bleiben bei Pearsons Gruppe. Hab ich ein Glück. Daniel Sussman, Sie kommen mit mir die letzte Ladung platzieren. Wird ein hübscher Hinterhalt. In Ordnung. Eine Nachtmission im Schnee. Der Mond schien helle. Ich mach das. Achte auf die feindlichen Laster auf der Straße. Er braucht schon eine Axt, wenn er Dynamit hat. Was haben wir denn an Waffen dabei? Karabiner und Bar. Die Laster kommen. Auf der Straße sind Nazi-Transporter. Sprengsätze sind scharf und bereit für Pearsons Zeichen. Halten und warten, bis sie in Position sind. Der denn jetzt hier schon wieder verletzt? Mein Gott. 5 Minuten mal alleine aushalten hier. Halte durch, Kumpel! Verbandkasten ist soweit! Ich kann die Hilfe gebrauchen! Leben die immer noch alle? Jungs, was macht ihr denn hier? Ein bisschen zielen. Wir wissen, dass hier
wollte gerade fragen, auf welcher Brücke denn, aber hier ist noch diese kleine Mini-Brücke gewesen. Um die Sprengsätze zu zerstören. Ayello, ja, Marsch bereit machen. Howard, zieh sich an die Straße. Bewegung, Fritz, ich fahre. Salz, Sie kommen mit. Und was mache ich? Steig einfach rein. Nee, gehen das wollte wir. Ich gar nicht. Falsche Taste. Sichern Sie aus erhöhter Position unseren Angriff, damit wir die Laster zerstören können. Hey, ruhig bleiben. Achten Sie auf Patrouille. Starten wir! Mit Schalldämpfer. Und Scharfschützengewehr. Irgendwie ist die Abmischung von den Gesprächen manchmal nicht so wirklich gut. Es gibt echt erstaunlich viele Schleichgelegenheiten. Von Project IGI. Aber das finde ich immer bei so offenen Gebieten und ein bisschen rumschleichen mit Militärsetting. Scheiße, wo soll ich denn da? Ein bisschen wie früher. In den Modern Warfare Call of Duties gab es auch immer so Schleichmissionen auf dem Dings, auf dem Flughafen. So viel zu der Mission. Ach, Scheiße. Denkbar ungünstig. Meine arme Wuffi. Was? Ihr seid weit genug weg. Dem Gewehr ist sogar ein Dings, ein Knieschuss tödlich. Was denn der da?
Gotcha. Ach, hier hätte man auch überall lang gekonnt. Ach, bisschen schade, dass ich jetzt nicht weiter geschlichen bin. Das ist ja wie Tontaum schießen hier. Alter, was ist denn das für ein Schlachtfest hier? Alter, ich versuch's doch schon. So schnell wie ich hier Leute abknalle, schneller geht's nicht. Ach, fuck it. Das war jetzt kein tödlicher Treffer. Sonst ist doch jeder Treffer mit dieser Waffe tödlich. Was ist denn da los? Ist das fies, ey. Alter. Welcher Turm eigentlich? Ach, da hinten. Gott, wie viele Gegner man hier über den Haufen ballert. Das ist doch Irrsinn. Oh, da war glaube ich gerade. Ja. Ist doch eine Erinnerung leuchten sehen. So. Shit, 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 shit. Nein, da gehen wir lieber in Deckung. Oh, ah, ich dachte, man könnte aufs Dach klettern. Ja, da bist du wohl ein bisschen zu weit gelaufen, Kollege. Ich kann die Hilfe gebrauchen. Kündchen mal.
Ups, das war meiner. Leute, es gibt hier eindeutig zu viele Nazis. Ah, Style, du siehst immer aus wie ein... Siehst immer aus wie ein Nazi. Wow, wow, wow. Drin klingt's dann auch immer gleich ganz anders. Oh, scheiße, das ist immer meiner. Gut, dass die meine Kanonenkugeln, Pistolen, Gewehrkugeln, keine Ahnung, immer recht gut vertragen. Also meine eigenen Kollegen. Ist die Kugel dann nicht ganz so tödlich. Weil bis gerade Godless auf diese neue Serie, Western-Serie auf Netflix geschaut, da werden die Leute ja auch dermaßen zusammengeschossen und überleben aber so krass viel. Ach, das war ein Gegner. Hat der denn nicht was drauf gemacht? Sagen, wir sollten ihm abhauen, oder? Ja, Klassiker. Gar nicht gut. Juden dürfen sich nicht erwischen lassen. Ruhig, wir schaffen das. Das war knapp. Alles klar? Sie haben Sassmann. Das tut mir leid für ihn, aber wir kümmern uns um den letzten Laster. Einer der Leitigen nirgendwohin. Sassmann wurde verschleppt. Die Mission zählt. Er braucht mich doch. Ich mach's wie bei Need for Speed, einfach immer irgendwo gegenfahren. Mit wem spricht Daniels da eigentlich? Wie schnell die alle fahren, das ist doch ein Quatsch. Mann, warum muss Call of Duty immer zwischendurch so Call of Duty sein? Hilfe!
Meinen Befehl missachtet. Dann warte das Kriegsgericht auf mich. Deserteure werden strengstens bestraft. Also bringen wir es einfach hinter uns. Ist besser für alle. Sergeant! Das war's. Sie sind raus aus meinem Platoon. Ich will ihn nicht mehr sehen. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Die und separat. Die Marken weg. Los doch. Sie suchen Juden. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Stück Nazi-Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick dich. Zeig sie mir! Wir sind Amerikaner. Punkt. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Wohin bringt ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Seit Sassmans Gefangennahme sind 8 Wochen vergangen. Ich versuche, die Hoffnung nicht zu verlieren. So, Neues über Sassmann? Es tut mir leid, Private. Pearson scherte sich nicht um ihn. Genau wie seine Männer in Kasserin. Kasserin? Sie liegen falsch, Private. Pearson hatte Befehl zum Rückzug. Aber ein paar seiner Männer waren noch im Pass. Er konnte sie dort nicht einfach zurücklassen. Doch am Ende verlor er bei der Rettung noch mehr Männer. Er war nie mehr derselbe. Aber was interessieren Sie sich für Pearson? Sie fliegen nach Hause. Komme ich vors Kriegsgericht, Sir? Wäre schlechte Werbung für die Armee, den Soldaten zu bestrafen, der den ganzen Krieg beschleunigt hat. Ganz recht. Die Informationen, die Sie gefunden haben, zeigten die Position der letzten Brücke über den Rhein. Vielleicht springt für Sie eine Medaille raus. Sie sind ein waschechter Kriegsheld. Willkommen daheim, Red.
Von jetzt an werde ich dich nicht mehr aus den Augen lassen, verstanden? Corporal? Ja, Ma'am. Ist alles okay, Red? Reden wir oder jagen wir? Du kannst stolz sein. Du hast deine Angst überwunden. Mehr kann man von keinem verlangen. Das fühlt sich doch gut an, oder? Durch die Hölle gehen und als Held heimkehren. Red? Red? Sie sind ein Kriegsheld. Bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Ehrenhaft entlassen. Außerdem haben die Deutschen Sussman. Aber ich gebe ihn nicht einfach auf. Was soll das jetzt heißen? Das ist jetzt das Ende der Kampagne oder nee? Nee, geht schon nochmal weiter. Aber das ist jetzt ein krasser Sprung zum 7. März. Okay, ja, bin ja ein bisschen neugierig, wie das jetzt weitergeht. Aber das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Also bis dann, tschüss.